Ich habe mir vorgestellt, ich wäre nicht auf dem 50. Geburtstag von Medico, sondern ich wäre auf der 50. Jahrestagung des Vereins wirtschaftswissenschaftlicher Ideologieproduzenten. Und wenn ich da den Rechenschaftsbericht halten müsste über das abgelaufene Geschäftsjahr, würde ich sagen, wir waren mal wieder erfolgreich. Letztes Jahr haben wir mit unserer neoliberalen Wissenspolitik mal wieder einen Erfolg gelandet. Nämlich ist es jetzt Allgemeinwissen geworden, dass die Ungleichheit in den Ländern größer wird und die Ungleichheit zwischen den Ländern kleiner. Die Schere in den Gesellschaften geht auseinander und die Schere zwischen den Gesellschaften, die schließt sich. Und das Ganze findet seine bildhafte Zuspitzung in der sogenannten Elefantenkurve. Und ich weiß nicht, wer die kennt. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie hier heranprojiziere. Und dann dachte ich, nein, ich möchte nicht an der neoliberalen Wissenspolitik teilnehmen. Deswegen mache ich es jetzt mal so. Die Elefantenkurve hat die Form eines Elefanten. Also die Silhouette eines Elefanten, ja, mit sozusagen Schwanz und dann dem großen Buckel und dem Kleinkopf. Und dann geht der Rüssel runter und am Ende stellt sich der Rüssel auf. Und das symbolisiert für die Schulökonomik mittlerweile die Veränderung der weltweiten Einkommensverhältnisse in den letzten 20 Jahren. Das heißt also mehr oder weniger Zuwachs der Einkommen in den letzten 20, 25 Jahren. Und das wird dann auf der horizontalen Achse wird abgetragen, von den ärmsten Prozenten der Weltbevölkerung hin zu den reichsten. Also das ärmste 1%, das ärmste 10%, Dezil heißt das in der Fachsprache, und dann hoch bis zum reichsten Dezil und zum reichsten Prozent. Und die Veränderung der verfügbaren Einkommen in den Welthaushalten in den letzten 20 Jahren war folgendermaßen: am meisten Zuwachs des Einkommens, des verfügbaren Einkommens, gab es zwischen dem 4. und dem 5. Weltdezil, also sozusagen die globale Mittelschicht hat gewonnen. Das sind die wachsenden Mittelschichten, namentlich Indiens und namentlich Chinas. Gewonnen hat selbstverständlich auch das oberste 1% der Welteinkommensverteilung, also die Spitze des aufgestellten Rüssels. Und wer hat verloren? Das ist zwischen dem 7. und 8. Dezil, zwischen 70% und 80% der Reichsten der Welt. Das ist nämlich am unteren Ende des Rüssels. Das sind die westlichen Mittelschichten. Und diese Geschichte, also veränderte Einkommensverteilung weltweit, die globalen Mittelschichten, die Mittelschichten des globalen Südens, nehmen einen Aufstieg und holen auf und erreichen vielleicht fast sogar die Haushalte im Westen, in den westlichen Industriegesellschaften, die unten an dieser an unteren Schwelle des Rüssels sind. Diese Geschichte hat als Erklärung gedient in den letzten 2 Jahren. Sie werden es mitbekommen haben, beispielsweise des Wahlerfolgs von Donald Trump, des Aufstiegs des Rechtspopulismus in Europa. Es wird in Anschlag gebracht für die Angst vor China. Es wird in Anschlag gebracht für die Diagnose, die verbreitete Diagnose der Abstiegsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Und es steht auch hinter sogenannten linken Strategien, die dafür plädieren, eine stärker nationale Sozialprogrammatik wieder in den Vordergrund zu rücken. Dabei steht diese Elefantenkurve für ein wahres Diskursmanöver. Sie steht irgendwo zwischen Halbwahrheit, Irreführung und Verlogenheit, und damit steht sie stellvertretend und repräsentativ für eigentlich den gesamten Diskurs über globale soziale Ungleichheit in dieser Gesellschaft in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten. Warum ist das Wissenspolitik neoliberaler Art? Erstens, es geht hier um relative Einkommenszuwächse. Also und zwar in Kaufkraftparitäten, also jeweils den Lebensstandard der Gesellschaften in Anschlag gebracht, relativ zu der vorherigen Einkommensposition hat das verfügbare Einkommen in den globalen Mittelschichtshaushalten des Südens zugenommen und das in den Mittelschichtshaushalten der hochentwickelten westlichen Welt hat stagniert oder nur wenig zugenommen.
In absoluten Größen stellt sich das natürlich völlig anders dar. Die absoluten Ungleichheiten, die absoluten Einkommensungleichheiten zwischen den Mittelschichten des globalen Südens und den Mittelschichten des Westens sind enorm. Die absoluten Ungleichheiten sind so groß, dass selbst so gemessen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der reichsten Gesellschaft dieser Welt das 100-fache beträgt der ärmsten Gesellschaft. Also es gibt Zuwächse relativer Art. Wenn man es absolut misst, dann sind die geringen Zuwächse der westlichen Mittelschichten noch deutlich größer als die der Mittelschichten im globalen Süden. Zweitens, diese vermeintlich sich schließende Schere weltweit geht fast vollständig zurück auf das große Wirtschaftswachstum über 15 Jahre jetzt in China. Aber wenn man China rausrechnet, hat sich an den Weltungleichheitsverhältnissen in den letzten 20 Jahren praktisch nichts geändert. Weltungleichheitsverhältnisse, die über 200 Jahre permanent gewachsen sind und die jetzt in den letzten 20 Jahren leicht sich abgeflacht haben, aufgrund des ja dann andererseits kritisierten Erfolges Chinas. Drittens, selbst so, also mit dieser, ich habe das gerade angedeutet mit meinen Handbewegungen, selbst mit dieser leichten Bewegung hin zu einem Schließen der Schere, ist die Weltungleichheit, die Ungleichheit zwischen den ärmsten und den reichsten Gesellschaften dieser Welt, noch deutlich größer als die Ungleichheit in jeder einzelnen Nation dieser Welt. Und Sie wissen vielleicht, wie groß die Ungleichheit, sagen wir in Ländern wie Brasilien oder Südafrika ist. In dem Buch des Autoren, der dann die Elefantenkurve geschaffen hat, dieses Buch ist sehr lesenswert, weil der Autor benennt eigentlich auch alle Kritikpunkte selbst, kommt aber dann trotzdem zu gegenteiligen Schlüssen. In dem Buch gibt es eine wunderschöne Darstellung, The Convergence Between China and the US. Die Konvergenz zwischen China und den Vereinigten Staaten. Da sind zwei Kurven abgebildet, oben Vereinigten Staaten, dümpeln so vor sich hin und dann kommt von unten die chinesische Kurve in den letzten 20 Jahren und fast erreichen sie sich im Jahr 2011. Und die obere Kurve ist das zweite Einkommensdezil der Vereinigten Staaten, also die 10-20% Ärmsten der Vereinigten Staaten. Man kann sagen, die obere Underclass der Vereinigten Staaten. Und von unten kommt das achte Dezil des urbanen China. Also die oberen Mittelschichten des urbanen China. Und wir wissen um die Ungleichheiten wiederum zwischen Stadt und Land in China. Also die oberen Mittelschichten des urbanen China konvergieren mit der Underclass der USA. Convergence between China and the US. Und der fünfte Punkt, und der ist natürlich der wichtigste, das sind alles Einkommensdaten. Wenn wir uns alles, was sonst noch Lebenslagen und Lebenschancen von Menschen hierzulande und weltweit bestimmt, wenn wir uns das noch anschauen, also die Arbeitsbedingungen von denen, die über die Schwelle absoluter Armut gehoben wurden, die Umweltverhältnisse, unter denen Menschen in ärmeren Gesellschaften leben müssen, die Lebenserwartung, auch dort gibt es eine Konvergenz, ein Schließen der Schere, sagt uns der UN-Entwicklungsbericht. Nur noch 30 Jahre durchschnittliche Lebenserwartungsunterschiede zwischen Zentralafrika und Kontinentaleuropa nach 20 Jahren der Konvergenz. 30 Jahre im Durchschnitt. Das heißt also, die Streuung ist auf beiden Seiten natürlich dann noch enorm. Insofern, wenn die Elefantenkurve so eine Furore macht und mittlerweile es hierzulande fast Standardwissen ist, Common Wisdom, zu sagen, naja, warten wir noch ein bisschen und dann wird sich die Schere schon geschlossen haben, dann gehört es zu den Lebenslügen des westlichen Kapitalismus.